Warum Wohlstand unterschiedlich auf der Welt verteilt ist, das haben Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson wissenschaftlich erforscht. Der in der Türkei geborene Ökonom Acemoglu untersuchte mit den beiden US-Forschern die Rolle von Institutionen, mit empirischen Daten bis zurück in die Kolonialzeit. Dank ihrer grundlegenden Arbeit haben wir heute ein tieferes Verständnis darüber, warum Länder scheitern oder Erfolg haben. Das Ergebnis: Wenn Länder Demokratie und Teilhabe der Menschen ermöglichen, steigen die Chancen auf Wohlstand. Kleine Machteliten dagegen, Diktaturen und korrupte Systeme, begünstigen Armut. In einem ersten Telefonat noch während der Bekanntgabe reagierte Preisträger Acemoglu völlig überrascht. Der Nobelpreis für das Forscherteam sei eine große Ehre.